So, hallo Leute, ich will euch heute zeigen, wie man einen Himmel, ja, nicht fotografiert, sondern wie man aus einem Foto in den Himmel noch einen schöneren Himmel macht, weil letztlich auf meiner Facebook-Seite die Frage gekommen ist, ob ich einen Filter verwendet habe oder wie ich es gemacht habe. Also Filter habe ich keinen verwendet, ich habe einfach nur in den Himmel fotografiert. Und wie das aussieht und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr mal das Original, so wie es aus der Kamera gekommen ist. Ja, ist ganz okay, aber das kann man noch schöner gestalten. Deshalb habe ich mir das im RAW zweimal, habe es mir einmal kopiert und will euch jetzt auf der oberen Ebene zeigen, im RAW-Filter, was ich hier gemacht habe. Und das Ganze ist relativ, ja, einfach. Als erstes habe ich mir mal die Farbtemperatur angepasst, die ist mir zu gelb da drin. Dann ziehe ich mir einfach mal einen Regler runter. Jetzt wird schon schön, ja, jetzt passt es ungefähr. Man kann es natürlich auch hier mit Weißabgleichswerkzeug machen. Aber ich mache das lieber manuell, also nach Auge, wie es mir gefällt. Dann habe ich mal die ganze Belichtung noch ein bisschen hochgezogen. Warum würde eigentlich so passen, aber ich ziehe es mir noch ein wenig hoch, weil ich andere Werte auch noch verändert. Gehen wir mal so auf 30. Dann bringen wir noch ein bisschen Pep rein mit dem Kontrast. Schauen wir mal. Ja, so 18. Ist okay. Die Lichter, also die Helligkeit im Bild, die nehme ich mal zurück. Ich gehe mal ganz runter, schauen wir mal. Ja, ungefähr minus 40. Mit Tiefenregler kann man auch spielen. In dem Fall gefällt mir der dunkle Teil hier überhaupt nicht. Ich ziehe es einfach mal nach oben. Weiß können wir eigentlich so lassen. Bleibt auf 0. Also wenn ihr sowas macht, benutzt die ganzen Regler, spielt ein bisschen rum, wie es euch am besten gefällt. Das ist immer Geschmackssache. Wie gesagt, ich zeige hier meine Methode. Hier in Schwarz kann man noch ein bisschen mehr Kontrast ins Bild bringen. Und ganz wichtig hier, der Klarheitsregler. Ich ziehe nochmal ganz nach oben. Hier bringe ich natürlich viel Strukturen zurück, viele Details. Je nachdem, wie ich es haben möchte. Das Ganze macht er am besten in 100%. Schauen wir es uns mal an. In einem kleinen Ausschnitt. Klarheitsregler wieder zurück. Und wieder nach oben. Also hier bringe ich einiges an Zeichnung rein. Übrigens Doppelklick auf die Hand und ich habe wieder die komplette Ansicht. Okay, jetzt gehen wir nochmal mit dem Klarheitsregler. Ja, so um die 50. Würde ich jetzt hier lassen, passt einigermaßen. Was ich immer noch gerne mache, was viele nicht machen, ich mache es aber trotzdem gerne. Ich gehe auf die Rauschreduzierung, also die Luminanz. Und bei ISO 50 braucht man da eigentlich nicht viel. Ich gebe jetzt immer hier einfach 15 ein. Ich mag die Körnung nicht und hier wird es halt einfach ein bisschen abgeflacht. Dann hier auf dieses Symbol HSL Graustufen klicken. Hier könnt ihr die Luminanz der Farben, die Sättigung und den Farbton noch steuern. In dem Fall gehen wir nur mal auf die Sättigung. Hier könnt man das Blau hochziehen, ist natürlich scheiße. Gehen wir wieder ein bisschen zurück. Ja, also plus 17 gefällt mir jetzt hier ganz gut. Und ihr könntet jetzt noch mit der Luminanz arbeiten. Ziehen wir es auch mal ganz zurück. Ist auch zu viel. Braucht man nicht, ich würde minus 7 sagen. Und was ich noch gerne mache, ist in der Kamerakalibrierung den Blauwert, die Sättigung, noch ein bisschen nach oben ziehen. Ich gebe jetzt einmal 15 ein und schon habe ich ein bisschen mehr Blau drin. Und das war eigentlich das ganze Spiel. Fotografiert sieht man eh, ist eine Blende 5,6, ISO 50 mit 35 mm, einfach gegen den Himmel und zwei Blenden unterbelichtet, also im AV-Modus zwei Blenden unterbelichtet. Bekommt man einfach eine schönere Bildwirkung und wenn es nicht passt, kann ich es ja mit RAW noch ein bisschen ausbügeln. Und jetzt sage ich einfach mal okay. Jetzt berechnen wir das Ganze. Okay, machen wir es nochmal auf 100 und original bearbeitet. Also ich habe mehr Blau drin, habe es viel weißer, einiges mehr an Pep im Bild. Und so kann man bei den ganzen Himmel- oder ja, Sky-Fotos vorgehen.
Das war jetzt nur mal meine Methode. Jeder hat da mit Sicherheit seine eigene Sache. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Wie gesagt, Filter keinen verwendet. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.